Servus heute zu unserem Format Express Your Style. Und ihr wisst ja, es geht hier um Autos, um Menschen, also nicht nur um Autos, sondern die Menschen, die dahinter stecken und welche Geschichten ihr dazu habt. Und am besten stellt sich jetzt erstmal vor. Ja, hi, mein Name ist Kevin, ich komme aus Dortmund, bin 28 Jahre alt. Ja, und ich fahre einen schönen RS3. Echter Dortmunder oder Zugezogener? Zugezogener. Woher? Ich komme gebürtig aus Dorsten. Ach so, ja. Okay. Ja, dann, ist ja um die Ecke. Ja, ist nicht weit, ist Katzensprung. Wie alt bist du? 28. 28? Ja. Wie muss Alter? Ja, stark auf 30 zu. Ach, hör auf. Es tut nicht weh. 30 ist einfach nur eine Zahl. Genauso wie 40. Ja, das stimmt. Seit wann baust du Autos um? Eigentlich habe ich schon mit 18 angefangen. Damals Astra G, dann kam Corsa OPC, dann Astra J OPC. Ach, ein Opelium? Auch noch, ja. Auch noch oder gewechselt? Nee, gewechselt. Dann von Opel nach Audi. Ja, okay. Dann kam A6 Limousine. Ja, und jetzt RS3, ne? Seit 2 Jahren knapp. Also ein cooles Auto. Ich habe auch einen RS3 gehabt. Ja, weiß ich. Schade, dass du ihn abgegeben hast. Ja, irgendwann muss man sich ja trennen, ne? Ja, klar. Und wie bist du zum Tuning gekommen? Ja, das ist eine schwierige Frage eigentlich. Ich denke mal wegen meinen Geschwistern. Ich bin Nachkömmling. Okay. Und wo ich geboren bin, waren meine Brüder gerade 18 und hatten Autos gehabt. Ja, und dann bin ich damit aufgewachsen, ne? Also bei mir war schon immer, sag mal, alles, was Räder hatte, war so meins. Ich bin auch früher selber Kart gefahren. Oh, cool. Okay, ja. Dann, du bist ja bestimmt auch bei Insta unterwegs, ne? Ja. Dann werden wir mich jetzt einblenden, wo man dich findet. Lev RS3. Lev RS3. Ja. Das werden wir jetzt hier einen, so, ne? Finde hier. Kevin Lev RS3. Ja. Findet halt. Was ist denn bei dir das Wichtigste beim Tuning? Ich meine, was ist so an erster Stelle? Es gibt ja verschiedene Ansätze. Bei mir ist eigentlich am Anfang mal die Leistung, sag ich mal. Ja? Ja, und dann Optik. Was ist der Beweggrund? Also ist es... der Drang, anders zu sein, oder ist es einfach der Drang, wie du schon sagst, Leistung? Ich würde sagen, der Drang, anders zu sein. Ja? Ja. Ja, ist ja bei mir genauso. Also ja. Individuell, das ist das, was das richtig, Thema. Richtig. Also wenn ich mal irgendwo mir Bilder von meinem Auto angucke oder gerade vor mir sehe, und dann denke ich so, ah, da geht vielleicht noch irgendwo mal was. Dann muss man noch mal überlegen, was könnte man machen. Ne? Ja, jetzt in den letzten 3-4 Monaten ist halt recht viel passiert. Eigentlich wollte ich dieses Jahr gar nichts mehr machen. Aber, so wie es ist, ne? Und Zack, ist dann wieder... Richtig, dann kam das, ja. Und jetzt sind wir so lange sind wir im Endspurt, ne? Ja, das ist das geil. Also es ist ja wie so ein das Projekt hört ja auch nie auf. Ja, genau. Ne? Wäre bescheuert, wäre langweilig. Jetzt hast du ja gerade schon, weil, also das hast du ja schon gesagt, du kommst von Opel, jetzt bist du bei Audi. Also ich denke mal so Markenhass oder Markenhass ist mal so ein hartes Wort. Eigentlich so andere Marken ist cool für dich, ne? Ja, doch, definitiv. Ja? Ich habe da jetzt kein Problem mit, ob jetzt Golf, Opel, Porsche, Mercedes, Audi. Alles. Alle am Nagel im Kopf. Ja, richtig. Ja, so sehe ich das auch. Ich habe ja sogar schon mal Opel gehabt. Ja, ja. Ja. Auch Astra G. Ja. War ein geiles Auto. Ich hatte ja, den 16 V hatte ich damals gehabt. War gut. Als Erstwagen. Als Coupé habe ich den gehabt damals. Ja, ich auch. Ja. Aber schwarz. Ich auch. Ja. Schwarz Innenausstattung, schwarz innen. Ja. Und außen. Ja, beides. Ja, geil, ey. Ja. Ja, aber ich meine, das ist einfach so. Ich glaube, das kann man nicht festmachen. Erste Auto war ein Opel halt, ne? Mhm. Und dann, wenn man eine gute Erfahrung gemacht hat, dann bleibt man auch einfach der Marke treu. Ist einfach so. Ja, ne? Definitiv. Deswegen war es mit den Opel genauso gewesen, 3 Fahrzeuge, jetzt bei Audi genauso. Und dann kommt Mercedes. Wer weiß. Wer weiß, man weiß nie. Ne? Also haben wir genug gesubbelt, jetzt wollen wir ins Auto. Ja, können wir machen. So, jetzt stehen wir im Auto. Ja. Ja, RS3. Ich hatte ja, wie gesagt, auch einen und ich kriege jetzt Nado. Grau habe ich auch gehabt. Ja. Meiner Meinung nach die beste Farbe für den Wagen. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt kriegst du wieder so Herzblut, weißt du? Denkst du, fuck, wieso habe ich ihn verkauft, ey? Okay, also was hast du gemacht? Erzähl. Ja, Felgen. Die finde ich ja schon mal mega geil, ne? Ja, von Rafa. Das ist schon sexy. Ein bisschen E88 mit drin und so, also viel vereint. Ja, genau, richtig. Finde ich geil. Hat auf jeden Fall was. Ja. Aber ich muss sagen, 20 Zoll auf dem Wagen ist scheiße. Fährt jetzt nicht so komfortabel, ne? Ja, ich weiß. Das ich habe 19 hier gemacht. Ich habe hinterher wieder auf 19 und auch ein bisschen, also auf dem Semi bin ich ja gegangen. Mhm. Fand ich einfach viel, viel sportlicher. Ja. Ne? Aber ich denke, ich werde auch wieder auf 19 bald gehen nächstes Jahr, denke ich mal. Ja, weil es auch nicht so gut aussieht. Ja. Was für ein Fahrwerk fährst du? H&R. H&R? Monotube? Ja, weiß also, vollkommen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist gut. Ja. Was hast du noch gemacht? Ja. Haben wir auch so ein bisschen mit Folie. Ein bisschen mit Folie gespielt, sag ich mal. Ne? Sound hast du auch gemacht? Ja. Gut. Hören wir später. Ja. Ja. Können wir machen. Ja, außen habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht. Nee, das ist ja relativ stock, ne? Ja. Aber ich finde das mit den neongelben Akzenten, finde ich cool. Ja. Finde ich cool.
Also ich finde aber auch, man muss ja auch nicht irgendwie brutal was machen. Muss man auch nicht. Weil die Form ist cool. Richtig, der ist breit. Die Farbe passt einfach zum Wagen, da würde ich gar nicht viel mit Folie mehr machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist das Dach schwarz. Und leuchtet ein bisschen dunkler. Innen hast du dich ausgetobt. Innen habe ich mich ausgetobt. Und das finde ich auch geil, ja. Weil ich meine, ich, wo ist meiner? Hier, der Kollege ist ja ähnlich so, ne? Ja. Topsport. Ja. Finde ich cool. Also, hast du hier richtig ja, innen einmal Harakiri gemacht, ne? Richtig. Drin haben wir halt Bügel reingemacht. Carbonbügel. Richtig. Das ist halt vom Pleie Alubügel. Ja. Und der ist halt mit Carbon beschichtet. Geil. Dann Sitze raus, hinten Strebe rein aus Carbon. Vorne, okay, die Sitze sind Serien so, ne? Ja, die Sitze sind der Serie. Aber Lenkrad hast du gemacht, ne? Genau, Lenkrad ist gemacht. Dann Mittelkonsole komplett, Armlehne. Ja. Aus cool, Mann. Siehst du mal, ich finde, das sind so entscheidende kleine Gimmicks, weißt du, die dann. Ja. So konzepttechnisch, Clubsport, finde ich cool. Ja. War das so ein richtiger Aha-Moment? Und was wir noch gemacht haben. Hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Oh, hab ich noch gar nicht gesehen, also muss ich mal sagen. Haben wir auch noch einen Carbon gemacht. Cool. Du hast einfach das vollendet, was Audi vergessen hat. Ja, sozusagen. Ja, ne? Ja. Also ich fand das sowieso traurig, dass die Mittelkonsole bei den RS jetzt nicht in Carbon war. Ja, aber sie brauchen noch was für die Flaggschiffe quasi, ne? Ja. Das ist ab sogar RS5 die, so, genau. Ne? Die Politik dann. Ist das so ein bisschen. Weil sonst denkst du ja auch, warte mal, wie soll die RS3 das? Und ja, ich will genau. Da was Besonderes sein. So denken die, glaube ich, einfach Politik. Aber ist dann Daily, ne? Ja, nein. Nein? Nein. Ein ganzer Kevin Cash Money Brother hier, Alter. Erzähl! Naja, ein Alltagswagen ist C-Klasse. Ach, was? Ein älterer, von 2014. Da war, lag ich gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Weil Benz und so, ne? Ja. Hast du einen Riecher für, ne? Guck mal, ey. Nicht schlecht, ey. Ja. Also, ich habe mich so angeguckt und gesagt, okay, was könnte nächstes sein? BMW bist nicht der Typ für. Ne. Hatte ich mal überlegt gehabt, den M2, aber. Ja. Dann habe ich doch lieber RS3 genommen. Ja, war ich auch dran. M2 Competition habe ich auch gedacht, boah, geiles Auto eigentlich. Ja. Aber dann war doch eher. Ja. Was eigentlich Motor, hier unter der Motorhaube ist alles Stock? Alles. Ja, cool. Stock. Aber was willst du auch mehr? 15er Turbo. CEPA Motor, Hochlebe, 15er. Ja. Ja. Jetzt hat er auch 480. Ja, reicht vollkommen. Also ist noch ein Programm drauf. Ja. Downpipe auch? Nee, noch nicht. Kommt noch. Was findest du an deinem Auto am schönsten? Ganz ehrlich? Ja. Kann ich dir gar nicht sagen. Ach. Ich finde eigentlich, finde ich, so wie er allgemein da steht, schön. Ja, was am schönsten? Innenraum mittlerweile. Innenraum? Ja. Nicht die Räder und die Kombination, wie er steht? Auch. Ach. Also das ist eine never ending story. Und wie ist so mit den Außenspiegeln? Ja, die eigentlich auch, ja? Ja, genau. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das ist gut. Ist geil, ne? Willst du hören? Ja, also klar, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber klar will ich es nicht hören. Mach ran. Mach mal. Warm ist, dann ist das unter Last anders, ne? Und Lastwechsel, ja. Alles geil. Ja. 5-Zylinder, ne? Oh. Also, 5-Zylinder, wa? Ist immer wieder geil. Ist auch mega geil. Ich habe noch Focus RS, auch 5-Zylinder, ja. Weil ich habe mir immer gesagt, ein 5-Zylinder-Turm musst du irgendwie im Haus haben. Mhm. Ist der RS3 weg, jetzt brauche ich den Focus RS. Jetzt muss ich gucken, wenn ich den verkaufen will, da brauche ich wieder irgendwas mit 5-Zylinder. Turbo. Aber da musst du ja älteres holen, weil die ganze scheiß OPF-Kacke. Die fuck ab. Ja. Ah, ich weiß. Aber da sind wir ja beim nächsten Thema. Alles eingetragen? Ja. Und das ist ja die nächste Sache. Was ist das nächste am Auto? Noch mehr Leistung. Noch mehr Leistung? Ja. Anderen Lader? Ja, ich denke, ein anderer Lader wäre. Wie viel willst du haben? Also ab 600. Ich meine, das Getriebe macht's mit. Ja, ja. Getriebe geht bis 700. Ja, locker. Also, ja, genau. 800 Newtonmeter, 850 macht das. Das läuft. Ja. So in der Richtung wäre schon ganz geil. Aber wird das nächste Projekt sein, was wir daran starten werden.
Ja, ist cool. Wenn du fertig bist, kommst du wieder, wa? Ja. Auf jeden Fall. Dann machen wir ein bisschen mehr Fahrbilder, als hier stehen. Weißt du? Wir werden das immer so ein bisschen anpassen bei dem Format. Was ist gerade am Bach? Reden wir mehr? Fahren wir mehr? Ja, gehen wir hin. Letzte Frage, bevor wir dann ein bisschen fahren. Erfahrung mit Polizei? Bei dem Fahrzeug noch gar keine. Alles cool? Ja, ich wurde noch nie angehalten mit dem Wagen, gar nichts. Ja, aber liegt auch daran, glaube ich, wie man fährt auch, ne? Ja, ich denke ja. Ne? Wenn du jetzt wie so ein Doofen durch die Stadt fährst und klein ist oder ob du halt normal fährst. Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich schätze dich so ein, du bist jetzt nicht der, der die ganze Zeit nur Krawallo macht, sondern du enjoyst dein Auto einfach. Du hast Bock drauf und du feierst es einfach. Ja, ganz genau. So sehe ich das auch. Das ist geil, Mann. Wir lassen dir jetzt auf dem Wagen jetzt erstmal hier warm laufen, weißt du? Deswegen, dann an. Wir wollen das Ding in Fahren sehen. Ja, machen wir. Ja, cool. Perfekt. Meister? Wir sehen uns. Wir sehen uns, danke dir. Ja, gerne. Und wir sehen uns, wenn du die nächste Ausbaustufe hast. Machen wir. Cool. Perfekt. Spätestens sehen wir uns auf dem Messer. Ja, sicher. Yeah. I got out of Supernova, yeah. I got out of Supernova. I got out of Supernova. They gotta dress it up so they don't know just what that fame about. He stay behind the lights so they don't hear what he complain about. He tried to hide it all until one day it all just came about. He don't like it, life, he thinking he might blow his brain about. Supernova, yeah, that's a supernova. Ooh. Supernova, yeah, that's a supernova. Ooh. Supernova, yeah, yeah, that's a supernova. Ooh. Supernova. I got out of Supernova. Every time pull up, they be on their other stuff. They be all about it, probably go and tip the double cup. Go and hit the stage and get it jumping like some double dutch. But they don't know he trouble much. Ey, ach so, ja, ne, bevor ich es vergesse. natürlich hier abonnieren und Glocke und was alles. Und hier, erste Season, Express Your Style, ne? Das wird rocken. Wartet ab, kommen geile Sachen. Tschüss.